Ninjas Let's Plays und dem Prolog zu Dai Yang. Ich habe das Hauptspiel vor 2, 3 Tagen zu Ende gespielt. Ich habe es letztes Jahr angefangen und ja, jetzt haben wir es zu Ende gebracht, sind von der Insel entkommen. Und jetzt gleiches Szenario nochmal, nur diesmal in kürzerer Variante, wie ich gelesen habe. Und das Ganze spielt vor dem Geschehen. So, 19.3., also es ist auch schon wieder fast 2 Monate her, dass ich es mir mal angeschaut hatte, diesen Letztest dazu. So, das ist ein Autosave, also ist das mein richtiger Save. Dann nehmen wir doch den. Ach ja, genau, ich erinnere mich. Wir hatten, ja, wir sind hier gelandet in so einem Kanalisation, sind vor Hunden weggelaufen und sind dann hier gelandet. So, ich will mal reingucken, was wir hier so bei uns haben. Wir spielen wieder eine Frau. Können ein Messer craften. Eine Fackel. Ein Molotow. Einen, tja, wie sagt man dazu? Brecheisen. Und mehr nicht. Also wir können diesmal nichts machen oder noch nicht, um unser Inventar zu vergrößern, was ich leider Gottes bei dem anderen ziemlich am Ende erst herausgefunden hatte. Okay, also wir sollen aus der Kanalisation zum B13 Richtung Leuchtturm Kardin. Steuerung scheint auch noch identisch. Habe ich einfach unbegrenzt Platz? Ich dachte, das war voll gerade. Okay, Maschenrad macht mir keinen Damage. Wir sind scheinbar in einer Küstenstadt. Von dem Aufbau der Basis. Na gut, der Hit mit den Kanistern nicht. Sah es ein bisschen ähnlich aus wie eine, die wir schon kennen. Aber das ganze Gebiet scheint eigentlich neu zu sein. Von der Eröffnungssequenz sah es ein bisschen so aus wie bei dem Community-Ende, wo man sich angeschlossen hatte. Nur, dass hier jetzt jemand ist, der der Community wieder entfliehen möchte. So, müssen wir an ihm vorbei? Ich sehe nichts anderes. Welche der Sachen ist am stärksten? Natürlich. Ich würde auch als erstes einen Stein werfen, wenn ich dort bin. Was war denn das von Headmove? Der sah ja aus wie Gelee. Okay, mal gucken. Ach ja, ein Molly hätten wir ja auch noch gehabt. Ein Health Pack haben wir auch. Ich überlege, ob ich eine der leeren Flaschen weghaue und mir dafür sein Brecheisen noch mitnehme. Aber aus Flaschen können wir uns Mollys machen. Gucken wir erstmal, was hier hinten ist. Da brauche ich einen Schlüssel. Die sind alle draußen, hoffentlich. Weitere leere Flaschen. Oh, kommt der rein? Nee. Geht auf beiden Seiten hoch, dann gehe ich lieber hier lang.
Hat keiner gesehen. Oh nein. Von der anderen Seite versperrt. Da sind so von den Verrückten ein paar. Okay, hier darf ich schon mal nicht durch. Immer noch was anderes zum Craften? Eigentlich nicht, nee. Ach, Benzin. Haben wir aber nur Platz für eins. Aber eine leere Flasche nützt mir sonst auch überhaupt nichts. Dann nehmen wir lieber ein paar Mollys mit. Aber wie es scheint, darf ich auch hier nicht durch. Ah, da wäre auch eine Aufladestelle. Das heißt, hier lang bringt mir gar nichts. Reception hält echt nicht lange. Ein Crossbow, wie geil ist das denn? Aus irgendeinem Grund kann ich den Stock nicht wegwerfen. Und der sagt mir da auch, es ist ein Leiter, aber es ist doch ein Stock. Das ist ja komisch. Scheint ein bisschen buggy zu sein. Warte mal, ich wechsle mal auf Controller. Vom Controller auf PC-Steuerung. Sagt er immer noch Leiter. Discard geht nicht. Mist. Ey, jetzt finde ich einen Crossbow und jetzt kann ich den nicht mitnehmen, oder was? Lol. Ich glaube, der steht noch in der Tür. Ja. Puh. Aber Crossbow nehme ich super gerne mit. Aber dazu müsste ich erstmal was anderes loswerden. Warte mal, das Messer ist eh bald kaputt, kann ich doch jetzt werfen. Ja. Jetzt habe ich aber leider keinen Platz für noch Schüsse. Dazu mache ich mal. Ah ja, jetzt kann ich sagen. Jetzt macht das. Komisch. So, Brecheisen und Co. ist wichtig, weil das brauchen wir zum nahen Messer eigentlich auch, um bestimmte Objekte zu interagieren. Frage ist, ob ich mir die Pfeile lieber aufhebe. Ich hoffe mal, dass es egal ist, ob mich die Verrückten sehen. Gesehen haben. Gucken wir erstmal, was hier noch ist. Uns fehlt noch ein Schlüssel. Eine Bestellung. Noch ein Medipack. Da ist einer mit einem Crossbow.
Ich hoffe, der hat ein paar Pfeile für mich. Ein Medipack benutze ich jetzt sicherheitshalber mal. Wir sind ja auch schon zur Hälfte down gewesen. Sonst scheint hier niemand zu sein. Drei Stück, das ist doch schon mal schön. Zwei verbraucht, drei bekommen. So ist das gut. Search for useful items around you. Medipack. Ah ne, Schmerztabletten. Sind, denke ich mal, auch fast voll. Da sind nur Flaschen. Mollys haben wir eigentlich erstmal genug, denke ich. Ah, da hinten geht's noch hoch. Obwohl es gar nicht so lange her ist, dass ich den ersten gespielt habe, wusste ich gerade schon nicht mehr, wie man läuft. Aber die Steuerung ist auch ein bisschen hakelig, muss ich sagen. Ich vermute, jetzt soll ich darüber springen. Ah ja, da ist ein kaputtes Fenster. Frage ist, was mir das nützt. Gab auch ein Autosave, also irgendwas habe ich richtig gemacht. Ah, jetzt komme ich hier hoch. Vielleicht damit ich am Leuchtturm, nicht am Leuchtturm, am Wachturm da vorne, schon mal jemanden abschießen kann. Da ist aber gar keiner. Hinten sind viele, aber eher Verrückte. Wobei die theoretisch genauso gefährlich sind wie die Miliz. Ah, da kann man rüberspringen. Oh, geschafft. Immer wieder aufs Neue sind diese Sprünge echt Adrenalinsprünge. Die sind alle eingesperrt, die Leute. Ist ein bisschen weit weg. Haben wir hier ganz viele Medipacks und Schmerztabletten? Eigentlich, wenn ich die Wahl habe, ist ein Medipack ja besser, weil das macht volle. Ah, wobei, das war aber auch. Regenerativ. Oh. Das war knapp. Und hier sehe ich den einen Typen jetzt nicht mehr. Und wenn ich noch weiter nach vorne gehe, falle ich runter. An dem Hund musste ich jetzt nicht unbedingt einen Pfeil verschwenden, oder? Naja, lieber doch. Der kann mich genauso verraten wie jeder andere. Okay, also von hier runter kommt man da schnell auch wieder hoch. Also ist es, glaube ich, egal, wo ich jetzt als nächstes lang gehe. Ich könnte mir einfach die Pfeile holen. Habe ich noch ein Messer? Dann könnte ich mir nämlich vom Hund ein bisschen Skin holen. Ich habe kein Messer. Aber ich könnte mir eins machen. In der Theorie. Aber jetzt habe ich schon wieder den Bug, dass ich nichts aufnehmen kann. Ist ja komisch. Ist das immer von ein komischer Bug?
Bin relativ voll. So könnte ich jetzt auch nur ein Pfeil nehmen. Das nützt mir auch nicht viel. Dann verbrauche ich doch lieber mal einen Molly oder so. Krass, die Leute am Zaun habe ich auch mit erwischt. Das war gut. Und vor allem, da das Schloss auf meiner Seite ist, kann ich die wahrscheinlich alle. Naja, dafür war der Schluss nichts. Reicht es? Es scheint echt zu reichen, krass. Zwei Pfeile. Der Hund ist nicht mit rüber gekommen, okay. Ah ja, könnte ich knacken. Da geht's rüber, da geht's rein. Oh, da hinten sind so viele von denen. Okay, den Rest hebe ich mir auf. Da geht's rein. Guck erstmal, wo es hier lang geht. Na toll. Ärgerlich. Aber hier lagen ja in der Theorie genug Flaschen rum. Und Stoff habe ich auch genug. Kann ich schon wieder nicht benutzen. So, wo war der Container jetzt? Also hier vorne war einer. Ach, das ist Bier. Ich trinke das mal, damit es leer geht. Oh, er macht mich echt besoffen. Okay. Es gibt sogar einen Erfolg. Demon!
Okay, habe ich wieder 4 Mollys und ein paar Pfeile. Ich habe überlegt, ob ich mir ein Dings werfe, weil ich jetzt schon wieder so viel habe. Aber ich glaube, ich behalte die erstmal. Ich habe auch keinen wirklichen Anhaltspunkt, wo ich hin soll. Ah, noch mehr Pfeile. Noch mehr Pfeile, geil. Dann brauche ich gar nicht so viele Mollys sammeln. Ah, jetzt kann ich wieder was rauswerfen. Und ich sehe gerade, ich habe einen Köcher für 10. Schon habe ich wieder diesen Bug. Ich kann weder ausrüsten noch gar sonst was machen. Oh, draußen sind auch Leute, sehe ich gerade. Schön, er kann mich treffen, aber ich ihn nicht. Wie der hier rumhängt. Okay, aber jetzt haben wir satte Pfeile, das ist richtig nice. Alter, war denn das? Die Tür war nicht mal offen und schon konnten sie mich angreifen. Oh, wo kommst du noch her? Weg hier! Weg hier! Oh, jetzt kann ich immer noch keine Items nehmen. Das sind jetzt schon mehr Bugs, als das andere Spiel überhaupt hatte. Sein geht nicht, wegwerfen geht nicht. Würde er gern mal was benutzen.
So, irgendwas soll hier sein. Okay, einfach nur der Zugang dazu. Ach, hier ist das Tor. Okay. Ha, der war gut. Nicht getroffen, aber den kriege ich wieder, den Pfeil, in der Regel zumindest. Okay, endlich ein bisschen Ruhe hier. Der macht echt dieses Tor auf, okay. Dann war es erst recht gut, dass ich das jetzt gemacht habe. Scheinkristall. Ich wollte doch noch mein Medipack nehmen, aber das ging ja nicht. Ah, jetzt geht's, sehr schön. Er ist ganz woanders hingelaufen. Und dass die immer nur eine Kopfnuss geben, finde ich witzig. Aber tut doch weh. Okay, zwei Pfeile wieder. Headhunter Erfolg bekommen. Okay. Da kann man hoch. An sich brauchen wir immer noch einen Schlüssel. Achso, da geht's gar nicht durch. Da darf ich auch nicht durch. Okay. Ich bin schon in kleineren Luken umhergekrochen, aber okay. Wenn das Spiel das nicht möchte. Ah, Mister, von der Seite komme ich jetzt. Mitunter nicht mehr raus, das war blöd, glaube ich. Ah ne, hier vorne kommen wir noch lang. So, aber dann würde ich am liebsten erstmal vorne das Tor aufmachen, bevor ich hier weitergehe. Damit ich nicht jedes Mal irgendwo rauskrabbeln muss. Habe ich die Pillen noch? Ja.
Und hier kann ich darüber auf das Dach. Ah, und dann kann man da hinten runter. Hat er sicher eine Bedeutung. Geronimo! Okay. Da ist ein Fahrstuhl. Na dann. Chaka. Da ist auch der Schlüssel. So, jetzt kann ich hier ja auch wieder aufmachen. Dosenfleisch. Das ist auch ziemlich gut, um sich zu heilen. Okay. Das haben wir. Der Fahrstuhl funktioniert scheinbar auch. Ich weiß halt nur noch nicht. Eigentlich muss ich nicht nach unten. Ich würde ja gerne mal speichern wollen. Hinten gab es noch das andere Haus, wo wir noch nicht drin waren. Aber wir können kein Lagerfeuer machen. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit zu speichern. Ah, okay, der Fahrstuhl hätte mich nur hochgebracht. Ich dachte schon, es gibt noch eine Untergrundpassage. Geh erstmal oben lang. Da liegt ja noch der Typ mit den Pfeilen. Hier kann man wieder runterspringen. Vier Stück. Scheint niemand zu sein. Und ich darf auch rein. Noch ein Medipack. Nehmen wir mal sicherheitshalber mit. Scheint auch keiner zu stehen. Hier haben wir noch eine Notiz mit der Liste der Arbeitern. Hier geht es auch nach draußen. Und dann nach unten. Achso, das ist der Ausgang wahrscheinlich von dem, wo ich gerade war. Es sind gerade zu viele Wege. Hier geht es wieder runter, beziehungsweise der Fahrstuhl funktioniert nicht. Da muss ich wahrscheinlich hin, um zum Leuchtturm zu kommen. Okay, dann nehme ich da hinten den Weg jetzt einfach nach unten. Habe ich den eigentlich gerade ausgeplündert? Nee. Habe ich noch Platz für Pfeile? 10, noch ein 5er. Ja, sollte gehen. Waren eh nur zwei drin. Würde ich sagen, gehe ich ganz vorne rein und dann runter. Ist vermutlich ja eh miteinander verbunden. Holz? Ist jetzt doch Holz. Wohin das da wohl noch führt? So, die Lernflaschen mache ich jetzt auch wieder zu Mollys. Die haben sich ja schon als sehr nützlich erwiesen. Hier kann ich theoretisch runter, aber hier ist nichts. Eine Schaufel. Ah, es könnte sein, dass man die mal irgendwo gebraucht.
Ich habe ja noch Essen und ein Medipack dabei, das sollte mich ja, sollte ja reichen, um mich zu heilen. Okay, hier ist tatsächlich nichts weiter. Was aber auch gut ist, Sackgassen sind mir ja auch lieb. Ich habe noch genug andere Wege zu erkunden. Dem sehe ich halt leider gerade nichts. Ah ja, jetzt bin ich außerhalb des Geheges. In dem Gebäude war ich ja noch nicht wirklich drinne. Ah, da sind nur noch zwei am Leben. Oh nein, ein Hundelager. Im Moment dachte ich gerade, dass das eine Jacke ist. Kann ja mal gucken, aber ich habe jetzt noch nichts gesehen wegen Ausrüstung. Nee, gibt auch keine Ausrüstungsslots. Mollys habe ich drei. Naja, warte ich erstmal. Dort käme man einfach so rüber. Deswegen mache ich jetzt erstmal oben den Weg noch zu Ende. Und dann können wir unten lang gehen. Es hat mir das oben ja eigentlich gar nichts gebracht. Aber hier war doch irgendwo noch ein Seitengang. Mit einer weiteren Tür. Und da hinten ist auch noch was, okay. Komme ich da durch? Ja. Aber eher nur Materialien. Oh. Ziemlich dunkel. Vielleicht sollte ich mir nochmal so eine Fackel machen. Aber kann ich das überhaupt? Ne, ich habe gar keinen Stock. Es geht noch tiefer, okay. Hier wäre ein Stock. Vielleicht mache ich das mal. So, aber irgendwas will ich noch weghauen. Den Molly würde ich nämlich gern behalten. Na, das war falsch. Das ist dunkel, ey. Ah, cool. Ich wusste gar nicht, dass man mit der Fackel auch Leute anzünden kann. Tut mir leid, ich habe mehr Angst vor dir als du vor mir. Alter, das ist voll mit diesen Leuten. Ja!
completed exorcism. Fuck you! Did you bring my chicken nuggets out right to the motherfucking door? Aua, jetzt hat er dich aufgenommen. I'll fucking murder you! Bei der Schaufel macht er nichts, ja, aber bei der Fackel. Bei der Fackel macht er nichts. Freiheit. Hätte wahrscheinlich einfach rauslaufen können. Tö. Neue Fackel machen. Jetzt blutiger. Okay. Ich bin wieder draußen. Harbor Exit 2 Erfolg bekommen. Oh, ich habe alle getroffen. Sorry. Ich sehe seinen Kopf nicht. Das war schon mal nichts. Und mein Schuss nicht. Okay, dann sind wir, glaube ich, schon recht weit jetzt gekommen. Aber jetzt auch schon draußen sind. Das eine Gebäude hätte ich noch reingehen können. Es ärgert mich schon ein bisschen, dass ich da nicht war. So, da fällt mir ein. Ich habe wieder Platz und ich mache mir jetzt mal ein Messer. Aber diesmal kann man keine Hunde häuten. Okay, Platz ist. Dort geht's hoch zum Leuchtturm. Und dort sehe ich jetzt nur den einen Hund noch. Da gehe ich mal frontal drauf. Okay, Messer macht definitiv keinen Schaden. So, dadurch, dass sich das jetzt hier aber wieder öffnet, könnte ich rüber. Ich hoffe nur, ich komme auch so dann nochmal ran. Ah ja. So müsste ich auf jeden Fall rüberkommen. Dann machen wir mal noch hier noch das kleine Häuschen fertig. Okay. Ich nehme keine Präsenzen von anderen Leuten wahr. Messer hätte ich mir auch sparen können, aber gut, da wusste ich noch nicht, dass ich so keine Dings kriege. Ah ja, komme ich scheinbar nur von hier ran. Dort geht's wieder hoch, okay. Muss ich scheinbar auch lang. Vorher gucke ich unten noch zu Ende und ich würde sagen, ich nehme mal so ein Medipack.
Blockt von der anderen Seite. Cool Increase. Wie viel können wir jetzt? 10. Vorher konnten wir 1. Also nach oben. Eigentlich erwartet, woanders rauszukommen. Das hier nützt mir jetzt beides nichts. Okay. Gucken wir mal noch hier lang, hier scheint ja noch was zu sein. Ah ja, Medipacks. Und ein Rezepte für tödliche Pfeile. Ich brauche normale Pfeile dafür. Sind das Pfeile? Gift, Chlorid. Auch einmal Pfeil. Habe ich aber scheinbar nicht. Also nicht Pfeil, sondern Spritze. Und für die Pfeile brauche ich dann die tödliche Spritze. Das heißt, mir fehlt noch ein Rezept für Spritzen. Ach, da war jetzt eine Spritze drin. Empty String. Das heißt, daraus kann ich jetzt eine Giftstring machen. Und aus einer Giftstring dann wahrscheinlich ein Giftpfeil. Ja. Mal gucken, für wen es sich lohnt, den zu benutzen. So, aber oben dieses eine Zimmer, vermutlich kann man da auch noch rein. Bin da eben auch zu schnell durchgerutscht. Ich weiß nicht warum. Da wäre noch was. So, weil es einfach nur nach unten geht. Na dann sind wir eigentlich hier fertig. Wenn wir hier hinten nochmal kurz lang gucken, da waren wir noch nicht. Da geht es ja zu den Hunden. Und dann können wir zum Leuchtturm hoch. Wären die Hunde nicht so aggressiv, hätte ich die auch niemals angegriffen. Bei mir ist gar nichts. Es war einfach umsonst. Doch, man kann da hochkrabbeln. Und dann hier rüber zu kommen und wahrscheinlich rauszuspringen. Sorry. Habe ich noch Platz für Pfeile? Ja, eigentlich schon 6 Stück. 3 waren drin. Das hätte gerade tödlich ins Auge gehen können.
Okay, also den ganzen Weg da oben durch das Gelände hätte ich mir sparen können. Man kann einfach hier schnurstracks herlaufen, zu dem Turm da hoch Tor machen und weiterlaufen. Das ist noch im Bau. Eine fluoreszierende Höhle. Ne, Glühwürmchen einfach nur. Hätte jetzt eigentlich einen offiziellen Weg nach oben erwartet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute hier jedes Mal durch die Höhle kriechen, wenn sie zum Leuchtturm wollen. Ich hoffe, es gibt hier mal ein paar Saves jetzt auch. Das war knapp. Auf der ganz anderen Seite hatte ich gestartet. Oh, thank God they're here. Reach the excavation point. Ich muss gar nicht hoch zum Leuchtturm, ich muss einfach nur rüberkommen. Ich spiele nicht ganz eine Stunde. Hab erstmal keinen gespürt. Da oben scheint keiner drauf zu sein, ist ja merkwürdig. Oh shit, 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 shit. How the fuck am I gonna get off this island now? Na toll, jetzt. Hätte doch erst da hochgehen sollen, vielleicht. Und gut, dass ich noch so viele Pfeile habe. Oh nein, und wieder so ein fetter Typ. Ich hoffe, das Gras brennt. Weil man konnte nichts speichern. Gib mir die Pfeile, die in dir stecken. Oh, da liegen auch noch mal Pfeile. Oben die Leute schießen schon auf mich und der Hammertyp schmeißt Steine auf mich. Das geht doch schon wieder gut los. Ich kann nicht mal aufstehen. Alter, was soll das denn? Ich hoffe, wir haben hier irgendwo ein Safe direkt gehabt. Okay. Okay, zwei tot, das ist ja schon mal erfreulich. Die da hinten auch noch tot werden, die anderen Bogenschützen, wäre das noch schöner. Okay, geht's lang. Und hier geht's hoch, okay. So könnte ich mir die anderen da oben schnappen wahrscheinlich. Sehe nichts. Und der Hammertyp hat einen fetten Molly abgekriegt.
Und er hat nur so wenig Leben verloren. Okay, der Hammertyp ist noch da und ein Hund. Zwei Pfeile. Oh, kam der denn her? Jetzt habe ich mich aber auch echt erschrocken. Alter. Oh, geschafft. So, alles andere ist weg. Ich habe noch meinen tödlichen Pfeil mit dem Gift. Den würde ich auch gerne benutzen. Das ist so nervig. Ich habe getroffen und er kriegt permanent gerade 5er Schaden. Okay. Gucken, wie lange das Gift hält. Drinne waren noch Pfeile, die würde ich mir gerne holen. Aber der hat mich immer im Fokus. Aber er kriegt immer noch Schaden, also er stirbt langsam an dem Gift. Ich könnte es jetzt einfach ausrennen. Nicht mehr im Fokus hat. Jetzt hat er 10 Schaden bekommen, aber jetzt hat es aufgehört. Schade. Aber oben, wo die Leute waren, komme ich da hin? Wollte ich eigentlich gucken, aber dadurch, dass der mich immer im Visier hatte, konnte ich das jetzt nicht ausprobieren. Aber wenn ja, dann müsste ich mir ja noch Pfeile von denen holen können. Es sind ja mindestens, also einer bis vielleicht 4 immer. Ohne Harpune. Ich glaube, er hat mich schon wieder im Fokus. So, hier kommt er erstmal nicht hin, dann kann ich erstmal gucken. Dann machen wir uns doch leider Gottes nur einen Molly. Ich hätte mich vorher gerade echt, als ich noch die 10 Benzin dazu bekommen habe, Benzin eindecken sollen. Aber wenn er brennt, dann habe ich irgendwie 2-3 Schläge meist frei. Aua, das war nichts. Hoch, 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 hoch. Lauf. Okay. Das war ein Stein. Und immer noch ein Drittel Scheibenkleister. Und ich habe keine Tränke mehr dabei. Wie kommt denn das? Das Messer kann ich noch werfen, aber das macht, glaube ich, nur 20 Schaden. Ich sehe nicht, dass es da hoch geht. Aber dort, von der Mitte, könnte ich nach da hinten und dann da hoch. Natürlich, das Messer hat nicht getroffen. Dafür hat er getroffen. Den kann man headshotten. Müsste ich das vorher gewusst.
Ah, der hat natürlich nicht getroffen, der letzte. Hat kein Leben mehr, das ist gerade das Blöde. Die Harpune rüste ich mir mal auf jeden Fall aus. Ich werde jetzt am liebsten, ich versuche es jetzt einfach. Es wäre natürlich schade, wenn es jetzt verkackt. Hier zu den anderen Pfeilen laufen. Oh, noch mehr Pfeile. Geil, okay. Dann sollte es jetzt relativ safe sein. Zu den anderen Leuten rüber brauche ich auch gar nicht und geht auch, glaube ich, gar nicht. Ja, ich würde auch gerne nicht kämpfen. Bis ein Schuss noch. Geschafft. Yay, Erfolg bekommen. Ah, Schlüssel für den Saber. Also nochmal eine Kanalisation. Kann ich nicht einfach das Boot nehmen? Heilen würde ich mich trotzdem. Ach ja, hier war ja noch eine. Weil ich nicht weiß, was passiert und ob ich irgendwo runterfalle, benutzt man die erstmal schnell. Okay. So, da kam ich her. Vielleicht da, wo es leuchtet. Der ist runtergefallen. Ah ja. Shit. Bis eben hattest du noch ein Feuerzeug. Oh nein! Oh. Brother Number One oder Two oder Three. Live or die, young. Made quite a mess yesterday. Brother number two is blaming me, of course. By the way, trying to kill brother number one was a bold move. I give you that. But it needs more than a sharpened pencil to kill the man. You did break his heart, though. That's for sure. Now, who sent you? Fuck you. Who sent you? Santa Claus. I see. You're a tough one. No wonder you passed the trials. We got your friend, you know. I'm gonna have some fun with him, too. Will he be tougher than you? I bet he won't. Yes? Can't brother number two deal with them? Yes. Yes. I'm coming. My apologies, Kitty. They need me to clean up the madhouse out there. You go back to sleep. Pray I won't bring bad news on my return. My head.
we alone, Doggy? Okay. Time to get out of here. Come on, Nia. You can do it. You've seen worse. Ach, sie ist Nia. Come on! Damn it! Okay. Almost there. Almost there. Sorry, kitty. Brother's orders. No, 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 no! Wait! Böse. Aber warum stand der Stuhl? Sie ist doch gerade mit dem Stuhl umgekippt. Ja, haben wir eine Stunde anderthalb Zocker gebraucht. Solange das durchläuft, gucke ich mal in die Steam-Achievements rein, wie viel wir haben oder was noch fehlt. Oder sind noch einige. Wir haben 8 Stück. Pass the hammer through the main gate. Okay. Eine Droge nehmen. Man soll alle 12 Knöpfe drücken. Habe ich nicht jeden Knopf gedrückt? Man soll mindestens alle Items mal gecraftet haben. Man soll einen Hund füttern. Es gibt irgendwo ein Ancient Idol, bestimmt oben irgendwo. Alle Dokumente finden, 5 Stück. Shit, wir hatten 4. Do not kill any person or animal, except the hammer guy. Alter, wie soll man denn das schaffen? Das würde bedeuten, bis zum Ende zu kommen ist easy. Aber dann den Endkampf, wie soll man sich da denn bitteschön nur auf den Hammer Guy konzentrieren? Man wird doch gleichzeitig von allen Seiten vom Bogenschützen getroffen. Und das Gift hat, wie wir gesehen haben, nicht ausgereicht. Man soll das Spiel spielen, ohne Perception zu nutzen. Es darf kein Junkie sterben. Tödliche Pfeile 7 craften, aber wie geht denn das? Ich habe doch alles aufgesammelt, was ich gefunden habe, und wir haben nur einmal diese Spritze gefunden. Und selbst wenn, wir hatten auch nur 3, also oder nur ein Gift für 3 Pfeile. Hit the button of a sliding gate with an arrow from a distance of 30 Meter. Sliding gate. 25 killed using fire. Ach, man hätte den Gnadenschuss mit einem Stein machen soll gegen den Hammer-Guy. Das ganze Spiel spielen, ohne gespottet zu werden. Das ganze Spiel spielen, ohne Schaden zu kriegen. Und den Hammer-Guy in 60 Sekunden zu schaffen. Alter, das sind Achievements. Ja gut, dann sind wir hier erstmal wieder durch. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.